okay, die Zeit vergeht. 2010, der Zeiger dreht sich weiter und weiter. Ja, wir rasen durch das Cyberspace. Auf dem Datenhighway vollgepumpt mit Speed und Vitaminen. Ohne Rücksicht auf Verluste in die nächste Wirtschaftskrise. Der Lauf der Dinge vom Gefeiten hält zum fucking Boomern. Wir haben keine andere Wahl, denn wir stehen alle unter Konsumzwang. Es ist schon crazy, damit ich nachts gut schlafen kann, bring ich meine hart verdiente Kohle auf die Datenbank. Ich hab Paranoia, Alter, pass auf, was du sagst. Weiß doch, der Feind hat mitbekommen im Überwachungsstaat. Mein Vermittläufer ist das Wetter immer sonnig, denn sie wollen keine Menschen, sie wollen willenlose Zombies. Das wahre Leben läuft nicht im TV-Programm. Los, drück auf Pause, Mann, komm schon, schau's dir an. Yes, 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 yo. Graz Connected ist schon wieder da. Hardy, so schaut's nämlich aus. Ich bin der Bürgermeister, wisst ganz genau, wie es läuft. Wir hosten jeden Donnerstag für euch um 20 Uhr Graz Connected mit verschiedensten Künstlern aus ganz Graz und sogar aus Österreich, ihr Schnitzer, ja. Da hinter mir, wie ihr schon gesehen habt, DJ Seth One. Und heute seht ihr leider nicht, weil da habe ich jetzt so viel zu tun. Unser legendärer Typ, der Drohne Beta, a.k.a. DJ Opa, mein Schatzilein, gell? So, wie schaut's denn aus? Hast du ein Beat für mich, Havara? Yeah, drop it einmal. Jetzt gibt's eine kleine Freestyle-Session. Seth One und der Bürgermeister. Ich weiß nicht, was rauskommt. Ich probiere heute mal das Intro einfach ein bisschen anders zu machen. Wie normal, gell? Yeah, ihr findet uns auf YouTube, Twitch und Facebook, ganz genau. Auch auf Instagram, wenn ihr da reindruckt, weil der Bürgermeister nimmt das Mic und spuckt da rein. Du denkst dir nur, hey, das ist richtig, richtig, richtig geschmeidig. Aha, aber wenn du gehst auf www.grazconnected.at, findest du die ganzen Infos jetzt mal ohne Schmäh. Wie immer mit Künstler aus dem Ösiland. Die ganzen Künstler sind da richtig wortgewandt. So wie ich, so wie er, so wie sie, warum auch nicht. Hey, ganz genau, Graz Connected ist so richtig fett. Schreib das dein und dann weißt du ganz genau, heute gibt's wieder was so richtig umhauen. Oh yeah. Mir fällt mir gar nicht ein, aber danke, 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 danke. Ich hoffe, euch hat's gefallen, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr Schnitzerler, ihr Schnitzerler. Mir hat's schon gefallen. Mir hat's gefallen? Ja, ich bin abgegangen ein bisschen. Ach, dieser Peter wieder mal. Leichtes Kopfnicken meinerseits. Ja? Was? Danke. Sehr gerne. Das ist ein Kompliment. So will ich es hören. So bin ich. So bist du, Havara. So. Also. Geil, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt. Ihr wisst, ihr findet uns überall auf Twitch, YouTube und die ganzen Kanäle, aber ganz wichtig, heute wieder auf Facebook mit unserer Live-Party. Wir haben heute eine kleine Verlosung und zwar der Dirty South Club, der hat uns da was gegeben, aber im Wert von 250 Euro. Und zwar 2 Grey Goose Flaschen, Eintritt für alle eure Homies, ich glaube 5 Personen sind es, gell? 5 Personen! Gratis Eintritt, 2 Flaschen Grey Goose, 250 Euro in dem Wert, Havitere. Das ist einmal was. Taugt mir voll. Taugt mir da auch voll. Da kann ich ziemlich viel Sodawasser trinken. Das glaube ich auch. So schaut's aus und alles, was ihr machen müsst, ist den Facebook-Link von unserer Live-Party, den wir da heute haben, einfach nehmen, teilen und eure 5 oder 4 Leute, weil ihr seid ja der 5. Einfach markieren, teilen, alle Sünde sehen und der Zufallsgenerator, das werden wir dann nachher wieder ausschnopsen, der wird euch dann hoffentlich mit viel Glück das Paket heimschicken. Alter, geil. Direkt in der Käsegassen-Nummer. Was für Käsegassen ist denn das? Little Dirty. 3. Käsegasse 3, Dirty South Club. Da könnt ihr dann vorbeischauen. So, wir sind heute übrigens im Club 66 in Graz. Ist eine Geheimlocation, von der eigentlich keiner was weiß. Ich hab auch nichts gewusst. Ich bin heute zum ersten Mal da. Wie oft bei Graz Connected? Ich lerne so viel geile Sachen, neue Sachen kennen. Meist durch diesen alten Herrn, der da drüben sitzt, den ihr nicht seht. Ja, das aber hat Vorteil. Wenn man alt ist, kennt man viel Leute. So ist das. Viele Sachen. Du bist zwar Veteran. Jetzt kenne ich sogar die und du kennst mich und unglaublich. Wirklich ein Wahnsinn, gell? Und wir kennen den Ivo und der Ivo kennt uns. So ist. Ich werde jetzt einmal kurz zu unseren Special Guests eingehen, weil wir haben heute den Biowan, wir haben heute den Simon Koschar und wir haben heute, wir haben es jetzt eh schon gesagt, und da kommen wir jetzt gleich dazu, unseren Meister der Clubnächte. Und zwar ein DJ Lil Dirty, den Ivo Zarezin. Und jetzt gibt es einmal ganz kurz ein Video für euch, das ihr euch einziehen könnt. Viel Spaß. Ja.
So schaut's nämlich aus, Graz Connected, ja? Neben mir der Bjoban und der Lil Dirty, der Ivo. Geiler Harvey, geiles Video. Voll. Muss er sagen. Danke an das Jahr schon übrigens, Mario. Ja, Alter. Super. Echt Arbeit. Geil, der hat das echt gut geschnitten, muss ich sagen. Und du kommst da gar nicht irgendwie eingebildet um oder so. Nein, das passt schon so. Es ist erst genau 20 Uhr, Donnerstag. Haben gestern bis 6 in der Früh gefeiert und wir sind frisch und munter jetzt. Ja, yeah, so schaut's aus. Das ist eingebildet, das gehört zum Showbusiness dazu. Ja, yeah, das sind die Brühen, man muss ich mache Hip-Hop und kein Ballett. Oh, Schnitzel! Aber Ballett kann ich auch. Alter, Harvey, vielleicht sehen wir ja heute was davon. What up? Oh yeah, Harvey, bin schon gespannt, Alter. Hey. Erzähl mal. Ja, ich habe einmal eine Frage an dich, so wie ich das da immer mache bei Graz Connected, frage ich immer die Künstler ein bisschen was, und zwar, du warst ja mal Tänzer. Alter, jetzt kommt's. Früher, damals, als ich noch schnittig war. Ja. Nicht so. Hat man ein Polster für mich irgendwo, für den Bauch? Das war ja, das war eine schöne Zeit früher. Wie? 97, glaube ich, war die Hauptzeit. 97, wo hast denn du da tanzt, bitte? Angefangen habe ich auf der Straße. Im Jugendzentrum eigentlich, im Info, Nemo Feum, das JAP jetzt. Dort haben wir uns immer getroffen, jeden Freitag von 17 bis 22 Uhr hat es die Kinderdisco gegeben, da habe ich auch angefangen aufzulegen. Und sonst war ich ja, eigentlich immer dort und haben geübt, vom Spiegel. Und dann irgendwann hat sich dann so ein paar Auftritte dazu kommen. Dann habe ich für unseren Grazer Producer Hubert, wie heißt der Hubert schnell? Molander, genau. Damals hat er sich noch Hubo Boss genannt. Du ganz zuhalten das Mikrofon, bitte. Hubo Boss. Und das am Auftreten mit Captain Jack, Imperio, Unique 2. Da war ich der Background-Dancer. Es war schön, schöne Zeit. Das klingt das genau so. So richtig 90s und geil. Die DJ Bobo Moves haben alle dann einstudiert. Da war die selber gerne dabei gewesen, sage ich dir ganz ehrlich. Ich weiß. Ich glaube, das hätte man taugt. Als ich dich tanzen gesehen habe, habe ich mir gedacht, das wird einer. Oh yeah. Das wird ein guter. Danke, du. Dass er so viel Haar hat, hätte ich mir nicht gedacht. Aber jetzt langsam wieder, gell? Du wirst auch alt. Ja, das ist es heute. Aber ich versuche, mich fit zu halten. Ja, auf jeden Fall. Mit viel Schnitzel. Auf jeden Fall bist du fitter als ich. Das weiß ich nicht. Heute. Ja. Aber jetzt hören wir mal zu. Du hast ja eigentlich so mit dem Tanzen, das war ja irgendwie das Erste, was du da gemacht hast, oder? So in die Richtung, also was jetzt an... Ich hab 89 bin ich zu Vanilla Ice und MC Hammer irgendwie zum Rap, zum Hip-Hop gekommen. Da war ich noch in Mazedonien. Und alle, da haben wir die VW-Zeichen gefladert von den Autos, weil wir gedacht haben, das hat geheißen, das ist Hip-Hop-Zeichen. Und wir haben damals nicht gewusst, okay, wenn man so ein W oben hat, irgendwo auf der Kette, dann bist du Hip-Hop. Und ja, da waren einige VWs ohne VW-Zeichen. Yeah. Und ja, und dann war Vanilla Ice, MC Hammer, Snoop Dogg. Und ich habe, glaube ich, mit Vanilla Ice sein To The Extreme Album habe ich mehr Englisch gelernt als wie in der Schule. Also so hat es angefangen mit den ganzen Lyrics, überhaupt, dass ich irgendwie reinkommen bin. Und danach waren ja die 90er und das war dann Gangster-Rap. Ich weiß, sind wir ein bisschen different, aber das waren die 90er. So ist es. Die haben mich geprägt und das war bling bling. Ich habe damals nicht gewusst, dass jeder Song aus den 90er eigentlich ein Cover aus den 70er war. Und ich habe es einfach gefeiert, es hat alles grooved, bis ich dann 10 Jahre später gecheckt habe, dass es eigentlich alles eigentlich von damals noch der Groove war. Ja. Was mir heute noch fehlt. Wie ist denn das jetzt eigentlich gekommen? Du hast jetzt gerade erzählt, was dich da ein bisschen reingeschupft hat. Du bist Tänzer gewesen, bist DJ, Veranstalter, Sänger, hast eine eigene Agentur, bist Clubbetreiber. Wie bist denn du jetzt eigentlich zum DJ Lil Dirty geworden und wie ist das gekommen? Wir haben 2001, glaube ich, in einem Kaffeehaus am Hauptbahnhof, Café Best, oberhalb vom, neben Ibis war das, haben wir Party geschmissen für Freunde, wo wir einfach einen Flyer gemacht haben und gesagt haben, hey, schreib mal Ain't No Party Like a Gangster Party. Das war halt damals Up in the Smoke Tour und so haben wir alle angeschaut und studiert und gelebt. Und auf einmal waren eben 100 Leute da, so hat es angefangen. Und dann sind wir irgendwann zum Rudi Lagner ins Theater. Und da haben wir die erste Veranstaltung gemacht dort in der Screen Bar.
hat super funktioniert mit 250 Leuten, da hat aber keiner von uns spielen können oder irgendwas. Aha. Es war einfach, wir haben einfach Party geschmissen mit Play und Stop und jeder sucht aus den CDs die ganze, was man die Sammlung, aus der Sammlung die Songs raus. Und danach hat sich so weiterentwickelt, dann irgendwann war ich im Arkadium, weil im PPC keine Termine frei waren. Nur Arkadium war mir einfach die Grießgasse, das war mir zu stressig draußen. Und ich habe gehofft, dass ich wieder irgendwann zurück ins PPC darf. Und so hat es entwickelt. Am Anfang habe ich mir The Tribune genannt, aber Gladiator, glaube ich, so, wo dieser Moment, wo sie so Tribune. Ja. Ich nenne mich Tribune. Und dann haben sie aber alle gesagt, hey Tribüne, Tribune. Das hat mir keiner richtig ausgesprochen. Da habe ich gedacht, okay, ich brauche irgendwas mit Dirty, weil Dirty South Entertainment, wir sind alle irgendwie so Ausländer gewesen damals aus dem Süden. Und hat nichts mit dem Dirty South jetzt von heute zu tun eigentlich, von dem, vom Style, sondern es war einfach nur Nationalitäten. Wir waren alle Südländer und gesagt, okay, wir kommen aus dem Süden, wir nennen uns den der Dirty South. Und es wäre einfacher für mich, weil jeder irgendwie das in Verbindung gebracht hat mit Dirty. Ich habe gesagt, okay, ich bin klein, ich bin jetzt nicht, ich bin 1,70. Also, Entschuldige. Und, und die nennen mich einfach DJ Little Dirty einfach. Das war das dahinter. Jetzt hast du kurz der es ist aber du, wir sehen dich später hin, also du kannst ein bisschen austeilen, Harry. Jetzt hast du ein bisschen erzählt, wie es zu gewissen Partys und so gekommen ist. Was waren da Partys, die da jetzt noch im Gedächtnis geblieben sind, was richtig legendär war? Weil ich kann mich erinnern, einmal an einer Arcadium-Party, wo dabei war, natürlich die PPC-Geschichten, aber da waren die White-Partys. Black Knight in White. Ich muss sagen, im Arcadium war es so geil, 2003 glaube ich. Wir schmeißen einfach eine Party am Samstag und auf einmal steht ein Schwarzer vor der Tür mit so einem kleinen Karamell und sagt, ja, sie haben wegen Eintritt irgendeinen Stress gemacht, wegen 7 Euro damals glaube ich. Und ich denke mir so, der schaut aus wie Coolio. Und ich schaue an und denke mir, der schaut aus wie Coolio. In dem Moment hat, kennst du Mr. Krabs von SpongeBob, wo so auf einmal jing, die Augen so. Ich dachte, fuck, das ist cool. Und der Typ hinten so. Ja, und auf einmal ist der Coolio im Arcadium gestanden, weil er gerade bei McDonald's war und gefragt hat, wo kann man Hip-Hop hören und so. Oh, und ja, das Peinliche war, der war damals nicht mehr so aktuell und dann hat er gefreestylt, aber wir haben keinen coolen Song dabei gehabt. Er hat über California Love, glaube ich, grabbed. Aber es war dann 2 Stunden später war die Bude voll, weil sie sich rumgesprochen hat. Und sonst eigentlich, ich habe so viel dann eigentlich, dass man das irgendwie erst nachher schätzen kann. Das heißt, wenn ich jetzt so rück überlege, was alles geil war, jede White Party ist super gewesen, die Geburtstagspartys, die wir einmal im Jahr geschmissen haben, waren echt Bombe. Und sonst jede Veranstaltung, wo ich einen Künstler daneben gehabt habe, von wo du aufschaust, weil es einfach international anerkannter Künstler ist, ob jetzt von der Deutschrap-Szene oder einfach Amis, die DMX zum Beispiel in der Thalia und so weiter, wo ich sage, okay, man muss was machen einfach, weil es ist, wie soll ich sagen, man merkt es in dem Moment nicht, aber dann, wenn man so zurückschaut, denkt man sich, hey geil, mit dem hast du ein Foto, mit dem ein Foto, mit dem schon zusammengearbeitet und mit dem zusammen chillt, mit dem gefeiert bis 10 am Vormittag und so weiter, das sind schon, definitiv. Da entsteht Liebe. Ja, da ist da schon einiges passiert mit dem ganzen Ding, gell? Liebemäßig? Oh, ja. Du, wie schaut das jetzt aus? Jetzt, du hast sehr viel gemacht, sehr viel organisiert, selber sehr viel Party gemacht, Party gespielt. Was sind eigentlich deine weiteren Pläne jetzt für die Zukunft? Weil du hast ja den Club jetzt. Bist du eigentlich zufrieden, wie es jetzt läuft? Oder? Ich habe so viel Party gemacht, dass ich mittlerweile schon 40 bin. Und das ist, glaube ich, im 2002 haben wir angefangen. Und wenn man sich denkt, eigentlich war jedes Wochenende eine Party bis jetzt. So, wie viele Jahre sind das? 18 Jahre? 18 Jahre, jedes Wochenende eine Party. Meistens, obwohl eigentlich eine Zeit lang hat es gegeben, da habe ich von Mittwoch bis Samstag aufgelegt. Mhm. Und ja, es ist zwar nicht leicht gewesen mit Family und Kinder, aber wenn du die richtige Frau hast und die das versteht und das kann, ist es dann doch einfacher. Und was war die Frage?
Die Frage war eigentlich so, ob du jetzt noch weitere Pläne hast für die Zukunft. Ich habe mir gedacht, jetzt bin ich eh schon 40 und ja, deswegen sage ich ja, mag eh nicht mehr spielen, weil einfach die Jugend, die ist anders. Und meine, die Musik groovt nicht so, wie ich es gehabt, wie ich es gern hätte. So was startest du denn gern home? Ich habe mir gedacht, ich mache mal einen eigenen Club auf und mache halt das, was ich will, beziehungsweise lasse die Jugend einmal ran, weil ich einfach, weil man gedacht habe, bevor jetzt alles, also ich will nicht als 40-Jähriger für die 16-Jährigen auflegen. Das ist einfach nicht, das Feeling ist nicht da. Vor allem damals, wo ich so ausgeschaut habe wie du mit Bord, die sind nicht einmal zu mir gekommen und sich ein Lied wünschen. Da habe ich gedacht, hey, das geht nicht rasieren, ich mache mal einen Club auf, ich lasse ein junges Team rein, die machen das, was heute aktuell und angesagt ist. Und ich werde nicht vergessen. Das heißt, Dirty South Entertainment ist präsent, wir sind da, wir supporten alles, was mit Hip-Hop, mit der Kultur, mit den vier Elementen und so, sind für alles offen, weil die sollen wissen, woher alles kommt. Dafür ist der Club da und ja, das ist jetzt der letzte Standpunkt. Der letzte Stand. Und hast Stand. Du noch irgendwas nach dem oder sagst, hey, jetzt passt es einmal, jetzt reicht's? Ja, ich habe noch nicht einmal richtig Gas gegeben. Ach so, schaut's aus. Ja, Corona ist dazwischen gekommen. Ja, das ist ja wohl, gell? Wie zu mir hat man gesagt, immer wenn du es schaffst, dass 6 Monate dein Club funktioniert, dann funktioniert er. 6 Monate hat er funktioniert, dann ist Corona. Aber jetzt mittlerweile, wir haben wieder offen, Mittwoch, Freitag, Samstag bis 1. Ja, gestern hat es länger gedauert. Aber ja, es funktioniert. Die kommen trotzdem zwar um 11:30 bis 1, ja. Aber in der 1,5 Stunden saufen sie gleich viel, glaube ich, wie wenn sie bis von drinnen sind. Ja. Wirklich, die gehen richtig Gas. Sind alle wasserig. Jetzt einmal ganz kurz, weil du bei dem Thema warst. Vielleicht magst du mir kurz dein Mikro auch an den Björn weitergeben, weil du vorher gemeint hast. Schwer? Das schafft er schon, der Bub. Die Jugend, und du bist ja sozusagen der Nachkömmling von dem Ganzen. Vielleicht magst du dir ganz kurz einmal selber vorstellen. Weil das bestimmt hat niemand. Nein, ich glaube, das, weil ich circa gleich groß bin wie der Ivo. Aber wir müssen zuerst gefragt werden, ob das wirklich ist. Ich glaube, es ist so, weil ich sogar gleich groß bin wie der Ivo und ich glaube, ich war mit 13 oder 14, das darf eigentlich keiner wissen, schon bei seinen Partys. Aber ich war gleich groß wie jetzt und habe gleich ausgeschaut, also ist das durchgegangen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der Nachkömmling bin, aber wir sind halt auch dabei, irgendwie Partys zu machen, irgendwas für die, so wie er schon gesagt hat, für die Jugend zu machen, für ein bisschen den New School Trend, ein bisschen das Neue durchzusetzen. Und genau, nebenbei mache ich Musik, bin Rapper und that's it. Das heißt aber, du bist ja nicht nur in dem Feld unterwegs, in der Musik. Du machst ja auch noch ganz andere Sachen, ne? Ja, also Leben von der Musik ist schwer, glaube ich, überhaupt in Österreich. Und mein Hauptfeld ist eigentlich, ich habe eine Werbeagentur und mache Video, Grafik und Webdesign. Für seinen Club zum Beispiel Grafik und ja genau, das ist so das Ding, was ich mache. Ich habe jetzt ein paar DJs, wo ich ein bisschen so, ich will nicht sagen Management, aber so ein bisschen die Bookings mache und genau, das ist mein Ding. Sehr geil. Und jetzt, warum Björn? Puh, ja, Ikea. Ja, das glauben viele überhaupt wegen dem O. Das O ist, weil Björn, ja, ist ja Björn, kommt aus dem Nordischen, also Schwedisch, Norwegischen. Und die haben ja das O und dadurch habe ich das übernommen. Björn kommt aber eigentlich von den Jugos. Ich bin zu 90% eigentlich mit Jugos aufgewachsen bei mir daheim. Und die Eltern und die Großeltern haben das Ö nicht aussprechen können und die haben statt Björn immer, hey, Björne gesagt und beim Fußballspielen schon, hey, Björne, schneller, Björne. Und dadurch ist Björn entstanden. Genau. Cool, du hast aber vorher hast du den Namen Malik gehabt, gell? Genau, da bin ich auf Mundart grabbed jetzt auf Hochdeutsch. Kann mich noch erinnern. Genau. Wo kann man die jetzt? Ja, was ist der das? Der hat mir damals mit 14 hat er mir die ganzen Malik-Songs geschickt. Geil. Kennst du es, wenn es einfach nicht gemein sein willst? Und der rappt und du denkst da, hey, voll süß und du willst seine Gefühle nicht verletzen. Aber es ist um einiges, es ist wirklich, seitdem er Björn ist, ist er Björn und ist kein Malik mehr. Ja, definitiv. Aber er ist wirklich mit 14 schon, er ist
er ist sehr hartnäckig, also er ja? bleibt dran. Er ist dran geblieben, der Bub. Aber das war nur, weil ich mit 14 schon auf deine Partys war und schon ein bisschen einen Schaden gehabt habe. Oh. Bei mir war immer ab 18, gell? Boah, jetzt gibt's links, rechts. Warum war ich mit 14 drin? Zack, zack, zack. Oh, nein, es war so, das erste Mal bei ihm war ich bei Big Up. Ja. Und das Rap-Konzert. Ja, ne? Ich bin sowieso dafür, jetzt wo wir gerade das ansprechen, dass es wieder mal gemacht wird in Graz, ja. glaube ich. Ja. Weil es gibt genug junge Acts einfach, die was drauf haben und die ein bisschen was zeigen können. Auch. Oder die generell einmal ein bisschen eine Bühne und eine Fläche brauchen. Ne? Voll, voll. Vielleicht machst du es ins Mikro. Apropos Big Up, da haben wir dieses Projekt gehabt, wo wir einfach junge Künstler unterstützen. Und da waren einige in Graz, 70%. Ja. Björn, Meido, die waren damals bei dem Projekt dabei, das erste Mal, glaube ich, sogar manche auf der Bühne und so. Das war, und das, wenn du dann so zurückblickst mit 40, denkst du so, hey, eigentlich ist es schon schön gewesen, wenn so Leute dann siehst und du denkst, weißt du noch damals? Eieiei. Jetzt kann man das schon Björn, sagen. Hier hast du das Mikro. Voll gut. Dankeschön, Ivo. Ja, ich würde mal sagen, wir machen einmal weiter. Cool. Björn, danke fürs Interview. Wir sehen dich jetzt dann gleich nochmal live. Ich werde jetzt aber noch ein bisschen mit diesem hierher sprechen. Alles klar. Ist er sexy. Oder der Hund hat heute Nippel, bist du narrisch? Ich will nicht mehr das Mikrofon, bevor es der falsche Gedanken ist. Unsinn, gell? So. Weil ich nervös bin. Also, den Björn sehen wir gleich nochmal. Aber nochmal zurück zu dir. Du hast vorher was gesagt, zwecks Corona ist eingefahren und so. Wie tust du jetzt zu der Zeit? Weil Corona ist jetzt für alle Künstler und Clubbetreiber und die ganze Landschaft eigentlich ein schweres Feld. Wie tust du jetzt? Ich tue einfach. Es ist das Wichtigste, es zu tun. Wie man es tut, ist scheißegal. Tu was, mach was, weil von nichts kommt nichts. Du hast also eine Idee und denkst, Alter, geil, ich mach jetzt. Nein, ich habe einfach aufgesperrt. Ah. Und habe gesagt, um eins ist dann aus. Ja. Wir geben Gas, wir geben uns Mühe. Wir dürfen von, also bis eins dürfen wir und dann machen wir. Und nach eins machen wir nicht mehr, aber dann, ja, also. Ja, passt ja eh, ne? Ja. Ist ja alles im Rahmen. Mittwoch, alles. Freitag, Samstag, 21 Uhr, Happy Hour bis 22 und dann bis 1 Vollgasparty. Zack, also tut hinschauen, so ist er klar. Ja, no, ist wirklich, es sich aus. Und jetzt noch eine andere Frage, wenn man die als DJ, als Act haben will oder einen von deinen DJs, du hast den DJ Arvi, DJ Odis, die sind ja alle mit dir in dem Dirty South Kollektiv, so wie ich das im Kopf habe, wie kann man euch buchen, wo findet man euch, wie kommt man am besten zu dir? Es gibt das djbookings.at eigentlich, wobei eigentlich, wenn man so Dirty South Künstler ist, was beim Entertainment dabei ist, ist es einfach, es ist jeder selbstständig. Das heißt, wir sind alle connected. Ich bekomme einfach die Dates, damit man es gescheit koordinieren kann, wer wo spielt. Und jeder macht es für sich selber. Wenn ich was habe für denen, gebe ich es denen und teile sie ein. Und sonst kann jeder für sich selbst schauen. Cool, aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Homeworld DJ, dann gehe ich wohin dann und schreibe? Dann meldest dich bei mir auf Facebook, entweder auf meiner Facebook-Seite oder auf DJ Little Dirty, auf Dirty South Entertainment, auf Dirty South Club. Das Ganze wird von Was geht ab in Graz supportet. Eieiei. Und Graz Connected, keine Ahnung, egal. Man sehr kennt cool. sich in Graz. Das so ist schön. Das. Aber wenn man die nicht kennt, dann kennt man die jetzt. Und weiß, wo man wenn man mich nicht kennt, dann. Ich meine, ist man sowieso vielleicht hinter Mond, aber. Jetzt weiß man Bescheid. Ula-ri-da-ri-dam, Ladies and Gentlemen, die uns noch nicht kennen, werden uns jetzt kennenlernen. So schaut es nämlich aus. Jawohl. Mr. Sammy Sims. Danke, Sam du Schnitzer, Leider. Danke fürs Interview. Danke dir und die Location ist geil. Oh yes. Ich werde jetzt hier gleich ein bisschen mehr davon sehen. Übrigens, das da hinten ist echter Marmor, gell? Das ist kein Plexi oder irgendwas. Na, das Wahnsinn. Ist da wirklich eine geile Location, also Org, mitten in Graz. Wenn ich es euch sagen dürfte, würde ich es euch trotzdem nicht sagen, wenn nicht will, dass das da verschandelt wird. Aber wir machen jetzt weiter. Jawohl. Danke, dass du da warst, dass wir geredet haben ein bisschen. Danke und dass dir. Ich meine Hand auf deinem Fuß danke haben euch. Darf. Ja, das musst du ja immer schmusen. Weil, wenn ich das jedes Mal schmusen, wenn er besoffen ist. Weil wenn ich das im Club mache, bei ihm sage ich, hör auf, die Leute schauen schon. Hör auf, es ist Hip-Hop. Wir sind Sexisten normal, oder nicht? Normal. Darf ich das sagen eigentlich? Ja, aber bin ich jetzt ja wir eigentlich, oder? Sechs, wir sind weltoffen. Nein, offen. Ich habe die Hand nämlich noch immer auf seinem Fuß. Aber ich habe sie auf seiner Schulter. So, machen wir weiter, würde ich sagen. Also, wir kommen jetzt nochmal zu unserem... Der schmust jetzt zusammen. Du hast... Okay. Nein, das geht vielleicht ein Stück zu weit, aber er hätte mich fast gehabt. Wir machen jetzt weiter und zwar mit unserem jungen Herrn, unserem MC, und zwar dem Björn. Danke an dich. Du darfst schon mal bitte
da hinübergehen, weil der Bjoben braucht fürs Mikro nämlich gleich. Ja. Schnitzer, gell? Ihr dürft daheim natürlich auch eine kommentieren, gell? Auf Facebook, auf Twitch, auf YouTube, überall. Schreibt eine, was ihr davon haltet. Ob der Ivo und ich vielleicht einmal ein Wochenende miteinander verbringen sollten. Mal schauen, was rauskommt. Wer weiß, gell? Ja, irgendwie so, ich bin ein Star, halt mich raus oder so. Auf jeden Fall, der Bjoben, ihr findet ihn auf Instagram unter Bjoben05ER, also Bjoben05er, und auf YouTube unter Bjoben, sein neuer Track heißt Easy, und der kommt jetzt dann auf YouTube in 3 Wochen online. Und jetzt, voll geil, geht's los mit Bjoben, viel Spaß! Yeah, willkommen Facebook, willkommen Graz, willkommen Ivo, willkommen Mani, willkommen alle. Könnt ihr mich hören? Schreibt's mal, ob ihr mich hören könnt. Ich sehe es eh nicht. Check. Von deinen krassen Jungs hinter dir. Aber alles, was ich sehe, ist nur ein Sprung in deinem Gehirn. Rap von Kilos, Cash, das juckt keinen hier. Denn alles, was man hört, ist nur erfunden worden von dir. Bist auf Instagram wie Sandler. Battle Tripper likes undercover. Redest was von du, was selbst sein Vater. Aber klingst wie ne Pussy Motherfucker. Unbegreiflich, jeder will jetzt Rapper sein 2020. Und alle kennen sich plötzlich wie Junkies. Posten in ihren Autos wie bei Fast Five. Aber ziehen außerhalb von Instagram mir ein Schwanz. Ein Nasen voller Speed, Geld für Schnee nicht reicht. Aber machen einen auf Pablo 2. Nimm lieber die Hände vom Mike. Denn du und Beats, glaub mir, verschwendete ich Zeit. Ich hab alles, aber nichts davon ist wahr. Im Internet der Spanisch war. Wollen unbedingt so hart sein. Doch nur Image. Ich hör so vieles, aber nichts davon ist wahr. Rapper Blumen für paar Kicks. Im Internet der Spanisch war. Wollen unbedingt ein Star sein. Fick das Business. Komm, erzähl von deinen harten Moves in deiner Stadt. Aber sag mal bitte, wo sind deine Jungs jetzt schon im Knast? Keiner nimmt dich ernst, ich hab's dir 100-mal gesagt. Aber komm doch mal zu uns, wir chillen mit Hunden hier im Park. Verstehst du? Komm, sag, geht das in dein Kopf? Du kommst in die Wohnung und dann riechst du erstmal Ott. Und dein Atem, ja, stockt. Meine Gang über alles, doch kein Platz für so gesockt. Du weißt, wer gemeint ist, nein, ich suche hier kein Feindbild. Doch die ganzen Machos sind im Kopf wie ein Kleinkind. Sind direkt beleidigt, wenn man sagt, was man denkt. Aber dein scheiß Polo ist seit lange noch kein Band. Nein, nein, du bist nicht Raps Einstein. Denn mit deinen Reihen schießt du dir nur selbst in dein scheiß Bein rein. Ich hab fette Tracks in meiner Pipeline. Aber lass mir Zeit, weil ich es selber Bescheid. Ich hör so vieles, aber nichts davon ist wahr, nein. Rapper Blumen für Baguettes, im Internet ihr Sparschwein. Wollen unbedingt so hart sein. Doch nur Image. Ich hör so vieles, aber nichts davon ist wahr, nein. Rapper Blumen für Baguettes, im Internet ihr Sparschwein. Wollen unbedingt ein Star sein. Fick das Business. Facebook, was geht? DJ Self on the tables. Graz connected, big up the shit. Yeah. Nächste Nummer. Die nächste Nummer ist Easy. Die kommt raus in 3 Wochen, glaube ich, ist das. Mit Video, Spotify und so weiter. Alles Mögliche. Virtuelle Hände nach oben, gib mir. Check. 1, 2, zeig mir deine Bitch, ich lad sie ein. Sie kommt in ihren Calvin Klein. Noch dieselbe Nacht bei mir vorbei. Bruder, was für Philipp Lein. Komm mal, spar mir die Details. Für unser Tasche schmießen Preis. Darum mit Taxi wieder heim. Ich mach Cash jeden Tag. Danach Studio, gebe Gas. Schreibe Hit nach Hit. Und das Ganze dann nochmal. Homies sind aus Bosnien, Afrika oder Türkei. Darum scheißegal, wie du im Nachnamen noch heißt. Farblich immer weiß, aber check sowas drive. Komm ruhig in Adiletten, ich im Prestos von Nike. Fahr mit Roller durch die Stadt, halbe Gang ist schon im Knast. Aber was soll noch passieren, wir nehmen's easy. Bisschen lila auf der Bank, plus nen Spliff in meiner Hand. Und die Schuhe sind von Nike, fick deine Yeezy. Fahr mit Roller durch die Stadt, halbe Gang ist schon im Knast. Aber was soll noch passieren, wir nehmen's easy. Bisschen lila auf der Bank, bloß nen Spliff in meiner Hand. Und die Schuhe sind von Nike, fick deine Yeezy.
zwei Fauxpas die ganze Nacht. Ruf ihn an, er hebt nicht ab. Im Radio läuft grad Falco Kommissar. Häng mit der Gang bei mir im Park. Polizei kommt mit Verdacht, aber hab nix mit der Officer. Träume nachts vom Budis Weiber und ein Haus dort am Meer. Wache morgens auf und merke, es wird gar nicht so schwer. Leg meinen Kopf kurz auf ihren Arsch, vertrau, ich mag sie echt sehr. Aber nicht zu viel von Liebe, denn das passt hier nicht her. Sie mag's nicht falsch, aber glaub mir, ja, sie mag es verkehrt. Dreh den Bass noch bisschen lauter, dass die Nachbarn nichts hören. Fahr mit Roller durch die Stadt, halbe Gang ist schon im Knast. Aber was soll noch passieren, wir nehmen's easy. Bisschen lila auf der Bank, Blues nen Spliff in meiner Hand. Und die Schuhe sind von Nike, fick deine Yeezy. Fahr mit Roller durch die Stadt, halbe Gang ist schon im Knast. Aber was soll noch passieren, wir nehmen's easy. Bisschen lila auf der Bank, Blues nen Spliff in meiner Hand. Und die Schuhe sind von Nike, fick deine Yeezy. Halbe Gang ist schon im Knast, ups. Wir nehmen's easy. Bisschen lila auf der Bank, bloß nen Spliff in meiner Hand. Und die Schuhe sind von Nike, fick deine Yeezy. Graz Connected, Björn, DJ Safe on. Dankeschön. Yes, yes, yes. Björn, das Schnitzel hörst. Ja, das Mikrofon brauchen wir wieder bei uns da herüben, genauso schaut's aus. So, danke dir. Während der Simon schon Platz genommen hat, du, ich werde jetzt noch ganz kurz was ansagen müssen, bevor ich bei dir bin, gell? Und zwar noch mal zurück zur Verlosung. Und zwar, der Dirty South Club vom Ivo verlost ja unter euch im Wert von 250 Euro ein VIP-Package. Das heißt, ihr könnt mit euren vier Buddies gratis in den Club rein und kriegt zwei Grey Goose-Flaschen noch drauf und macht dann Abend einfach Party auf Kosten des Hauses. Ja, alles, was ihr dafür tun müsst, ist den Link von unserem Livestream auf Facebook einfach teilen, eure vier Buddies mit dazu markieren. Und das ist es auch schon. Unser Zufallsgenerator wird euch dann aussuchen oder auch nicht. Das werden wir natürlich sehen. Wir wünschen euch alle viel Glück. Macht's aus, spielt's mit und gewinnt es im Wert von 250 Euro beim Dirty South Club. Hardcore. Yes, so schaut's aus. Und vergesst nicht, bei uns auf www.grazconnected.at schaut's da immer wieder mal vorbei. Da gibt's immer die neuesten Infos. Übrigens gibt's auch andere Leute, die jetzt an Streamern und live spielen. Vor allem möchte ich dir vorheben, der Gonzo von MMMR Media, der spielt jetzt am 10.7., also morgen in der Joe's Bar und Grill in Gössendorf. Am 11.7., also am Samstag, tanzt der Moleküle Sommersause im Parkhaus von 15 bis 22 Uhr. Dann geht es gleich nachher weiter in den Coronita Club zu White Party, wo er spielt. Der Hund ist aktiv. Und am 15.7. gibt es den Sundowner in der schrillen Grille, wo der Harvey spielt. Ja? Dann geht es weiter. Freitag, morgen um 14 Uhr gibt es einen Videodreh zu einem neuen Track von MC Skyte und Flochi in den Eustachio Gründen um 14 Uhr. Einfach hinkommen, mitmachen, im Video sein und eine gute Zeit haben, ein bisschen Hip-Hop-Mucke und cool, ich bin im Video, geil. Warum nicht? Und schaut auf jeden Fall Mittwoch bis Samstag immer in den Dirty South Club. Ihr habt es eh gehört, er hat offen ab 9, gibt es eine Stunde Happy Hour und dann hat er bis 1 offen. Da könnt ihr euch alle beamen, wohin ihr auch beamen wollt. So, und jetzt bin ich bei dir. Hallo. Servus. Geht's dir gut? Ja, voll. Yes, das wollen wir hören, Havara. Du, du bist ja ein, wie soll ich sagen, irgendwer so ein Multitalent wie der Ivo, gell? Weil ich hab gesehen, du bist als DJ Tio, also Twio, T-W-I-O, The World Is Ours, heißt das, gell? Yes. Und als Musiker unterwegs und hast aber auch ein eigenes Musikstudio in Graz. Ja? Wie war das geplant oder ist das einfach ja, passiert? Jetzt hör mal zu, also Musikstudio ist schwer übertrieben. Ich habe ein Schlafzimmer eigentlich und da kommen immer alle, wenn sie müde sind. Okay. Gut. Und, aber es stimmt, ich bin DJ, ja? Ja? The World Is Ours, Twio. Cool. Und ich, und da mache ich also meine Beats im Studio zu Hause, ja. Da gibt es ein Mikrofon, da kann man rappen, singen und verschiedene Kasteln stehen herum, wo die Beats halt entstehen dann. So schaut's aus. Wie bist denn du eigentlich zu dem Namen The World Is Ours gekommen? Wie war das, dass sich das entwickelt hat? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nämlich eigentlich jetzt spontan gar nicht so. Ich glaube,
ist ein bisschen inspiriert vom David Guetta, wenn ich ehrlich bin, beziehungsweise die Beschmut natürlich. Ja. The World is Mine. Mhm. Das hat mir irgendwie in dem Moment gerade gefallen und ich habe gedacht, okay, warum nicht unsere Welt? Ja? Finde ich stark. Geil. Wie ist denn das jetzt eigentlich gekommen? Bei Simon Kochard, der Name ist für mich immer ein großer Name gewesen. Vor allem in der Zeit. Du hast vollkommen recht, ja. Ja, unbedingt. Und vor allem habe ich das immer in Verbindung gehabt mit der Nummer Rising Girl. Du bist da ja mit der Band Rising Girl und dem Hit Rising Girl quasi auf Platz 1 gewesen in Österreich und in Deutschland. Wenn ich mich jetzt... Nein. Nicht? Nein, in Deutschland waren wir gar nichts. Aha. Ganz ehrlich. Also es hat eine Coverversion gegeben, die in Deutschland veröffentlicht worden ist. Okay. Aber die ist eher gefloppt. Die war so um 56 oder so in den Charts. Okay. Wir waren in Österreich, waren wir Nummer 1. Ja. Da war es Nummer 1. Ja. Aber ich war das Minimum Sieger der Herzen in Deutschland auch. Ich hoffe, ja. Ich glaube schon. Weißt du, warum? Ich habe ja gehört, das hast du mir vorher erzählt, mit dem Fußballverein, die das als Hymne benutzen. Rising Girl. Wie, was für ein Verein, was machen das die ist damit? Ein österreichischer Verein, also Rapid. Wenn die in der Champions League sind, und ich glaube, jetzt sind sie gerade wieder im Sprung, so, ich habe es nicht so genau verfolgt, dann singen sie immer Herb, Herb, Rapid ist in der Champions League. Okay. Das ist dann cool, wenn man ein Spiel anschaut und sein Lied hört. Ja, ja, das glaube ich da. Aber das war keine Initiation von irgendwem von euch. Das ist einfach passiert, oder? Das ist so passiert damals, ja. Die waren gerade in der Champions League, wie wir in den Charts waren und so. Und wir haben dann eher gespielt im Stadion gegen Bayern München. Das war eine ziemlich coole Sache irgendwie. Cool. Das ist ein großer Fußballstadion, wirklich. Das glaube ja. Ich auch. Wie steht es denn jetzt eigentlich da um die Zukunft? Was ist denn als weiteres geplant für dich als Künstler, als DJ? Wie schaut es jetzt aus? Ja, also ich bin nach wie vor Musiker, ich spiele Bassgitarre und Gitarre, so mit Bands halt, aber ja, das, die große Zeit ist da leider vorbei, muss man sagen, aber ich bin Profi-DJ geworden und da mache ich halt natürlich auch Musik, zum Beispiel das Lied mit dem Ivo jetzt gerade. Die Band heißt, wie heißt die Band? DJ Trio und die Fantastischen Zwei. Die Fantastischen Zwei. So, ihr wisst, was im Internet und im Fernsehen gesagt wird, das ist nur die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, so wahr die Wahrheit gesagt wird, gell? Also die Fantastischen Zwei. Das, ja, die Tagespresse. Einigen wir uns auf DJ Twio und die Übrigen. Und die Übrigen, das klingt gut. Das nehmen wir. Bürgermeister approved, passt. aber es ist ja eigentlich nie zu spät und man ist nie zu alt für die Musik, oder? Das wird ja bei dir... So wie ich die kennengelernt habe. Und was du mir jetzt erzählt hast, du hast, das wird nie aufhören, oder? Nein, es hört nicht auf, nein. Ich habe ja nichts anderes gelernt eigentlich. Okay. Also das heißt, wie war denn das? Du hast mir ja erzählt, ich war jetzt bei einem Band-Contest, wo das ja, der Grazer Band, du wirst vielleicht die Älteren unter den Zusehern kennen, das vielleicht noch Peter. Da hat es einen Wettbewerb gegeben, den hat die NZ veranstaltet, eine Tageszeitung mit dem Bajo Radkovic und so. Und das war jedes Jahr so ein Happening und da haben wir damals eine Aufnahme gewonnen. Und aus dieser Aufnahme in den 90ern ist dann zufälligerweise dieses Lied halt entstanden. Wir haben das überhaupt nicht gegeben, wir haben da zum Spaß mitgespielt und dann haben wir halt, da waren wir im Studio auf einmal und dann haben wir da was gespielt und es war... Kompletter Zufall, ja. Es war eigentlich fast mehr Jam als sonst was. Also natürlich im Nachhinein sagt man hat es komponiert und so, aber... Also es ist einfach gekommen, wie es gekommen ist, ne? Ja, genau. Wie alt warst denn du, wenn ich fragen darf? Da war ich... Du musst das, der Berichterstattung. Da war ich ungefähr Anfang 20. Anfang 20. Und dann hat sich das bei dir so ergeben, hey, wir haben das... Und jetzt will ich das einfach weitermachen und durchziehen. Na, dann wollte ich mein Studium fertig machen. Aha. Aber dann hat der Schmäh, wir kennen ihn, der Musikchefredakteur von Radio Sandpartal, hat gesagt, Simon, bitte mach was aus dem Lied. Die Hörer wünschen sich das die ganze Zeit.
Und dann habe ich versucht, das noch zu vermarkten, was dann quasi auch gelungen ist. Ja. Auf einmal hat es jeder kennt in Österreich. Cool, sehr fein. Wie ist denn das jetzt eigentlich? Was ist denn gerade aktuell heraus? Du hast jetzt mit, wie haben wir jetzt gesagt, DJ Dio und die übrigen. Ja? Da ist ja gerade eine Nummer am Start. Ist die schon heraus oder kommt die erst? Nein, die ist eigentlich, die ist überhaupt noch nicht heraus. Das ist die erste Präsentation in einer Form, die wahrscheinlich noch gar nicht die Endform ist. Mit Live-Schlagzeug, total spontan jetzt. Was soll ich sagen, es ist einfach eine coole Nummer und wir arbeiten noch ein bisschen dran, aber ich glaube, es ist echt schon jetzt schon hitverdächtig. Jetzt schon hitverdächtig, so schaut es aus. Vor allem, wenn du so ein Schnitzel wie den Ivo Zaretin am Start hast, der ist ja so ein charmanter, krasser, junger Hupfer, bistnarisch. Hey. Baniert Schnitzel, ja? Da kann man gar nicht anders, her. Gell? Schau, der ist ne? Ein Wahnsinn, sexy. wie schaut denn das jetzt eigentlich aus? Jetzt tut er schon tanzen. Wo spielst denn du eigentlich in nächster Zeit? Ah ja, ich spiele morgen in Bruck an der Mur im Club Cube. Und das ist öffentlich für jeden zugänglich? Das ist öffentlich für jeden, es sind viele nette junge Menschen dort. Voll cool, gute Stimmung. Nächste Woche. Am Mittwoch im Stadtpark. Und Samstag habe ich es gerade in dem Kopf. Aber ich spiele immer irgendwo. Man braucht nur auf Facebook DJ Tuyo schauen oder bei Simon Koscher halt, ja. Genau, das heißt, wenn man die sucht und wenn man Musik von den Herren will oder wenn man wissen will, wo man die findet, dann geht man einfach auf Facebook. Und Facebook, Instagram. Und gibt man ja immer Simon Koscher oder DJ Dio ein? Oder wie, was gebe ich genau ein, damit ich genau zu dir komme? Du gibst nicht Dio ein, weil ich glaube, das war das nicht so eine Band oder ein Sänger? Hast ein Metal-Sänger oder so weiter? Fast Dio, gar nicht. Dio. Dio. Ja, ich sag das immer falsch. Entschuldigung. T-W-I-O. Zwio. Dio. Mit W. So. Sorry. My bad. Also das heißt, ich gebe DJ... Aber ist auch total nett. Wirklich, nicht wirklich ist auch gut, ja. Aber ich gebe DJ Zwio ein und da finde ich die... Sicher, oder? Genau, genau. Cool. Genau, DJ Twio oder ansonsten Simon Koscher. Hey, ich sage danke fürs Gespräch. Voll fein, dass du da warst. Ich meine, wir sehen ja dann eh jetzt gleich noch was von euch. Er macht das so geil, das ist echt voll cool. Danke für die Einladung. Es ist ja, uns gefreut, dass ihr auf jeden Fall eine Zeit gehabt habt und das herkommen seid. Und ich würde sagen, ich entlasse dich mal. Du kannst dich mal bereit machen für eure Session dann da drüben, die wir jetzt gleich noch sehen werden. Ich sage auf jeden Fall Danke, dann werde ich noch ein bisschen was ansagen. So, und zwar Danke an alle, die wieder eingeschaltet haben, eh klar, ihr wisst ja, ihr findet uns auf YouTube, Instagram, Facebook, Twitch und auf www.grazconnected.at. Da seht ihr das ganze Zeug, was wir bis jetzt immer gemacht haben. Twitch nimmer, boah, ich bin so hinten noch, ich bin schon so alt anscheinend, keine Ahnung, aber Twitch nicht mehr, ja, aber... Wie auch immer, es kommt ja immer wieder was Neues, da werden wir dann sicher auch wieder online sein. Ach Gott, ja, wird es ein Snapchat, wird es vielleicht MySpace, ICQ, ich weiß es nicht, irgend sowas wird schon werden. Konrad Mami. Übrigens, gell? Hey du Schnitzel, Konrad, hör mal zu. Letztes Mal habe ich dich schon vergessen, aber dieses Mal nicht. Wir lieben dich von ganzem Herzen, lieber Konrad Store. Du unterstützt uns jedes Mal volle Kanne, das ganze Equipment, was da steht und die Unterstützung, die wir von dir erhalten. Wirklich ein riesengroßes Dankeschön. Schaut beim Konrad da vorbei, wenn ihr irgendwas braucht an elektronischen Geräten oder irgendeinen Support, geht's dorthin. Danke auch natürlich wieder mal an die Legende aus dem Kuh, ja, unseren Peter Droneberger, DJ Opa. Und ihr werdet den jetzt auch gleich sehen als Drumming Grandpa, bist du narrisch. Der wird da reinhauen in die Becken und auf das Bombast, zacki bracki, der wird euch da jetzt gleich was servieren. Das wird ein Gedicht, das ist wie ein Schnitzel-Inception in der Inception, das wird super geil. Ja? Danke natürlich an den Seth One und an den Bjorn, dass ihr da wart. Super Fan, ich meine, der Seth One sowieso ist ja fix dabei, kommt immer wieder. Und ich will mich gleich bedanken an den Lil Dirty und an den Simon Koscher. Voll geil. Wir freuen uns, was jetzt dann gleich da von euch zum Sehen ist. Übrigens, Club 66 ist das, wo wir gerade sind, gell? Nur, dass ihr es wisst, ich werde jetzt den nie von Ihnen sehen.
Aber mir ist das ja wurscht, weil ich bin da, das passt schon. So, und ich sag's noch einmal, ihr habt noch immer genug Zeit. Schaut auf Facebook den Live-Link, teilt's ihn, markiert's 4 Freunde. Warum? Im Wert von 250 Euro, voll viel halt, gibt's beim Dirty South Club für alle euch 5 Leute. Gratis Eintritt und 2 Grey Goose Flaschen, natürlich mit Beigetränke, gell, falls ich das noch nicht dazu gesagt habe. Und dann könnt ihr reinhauen, bist narrisch, Party bis zum Abwinken, Alter. Yeah, yeah. Und Ladies and Gentlemen. Nächste Woche geht's natürlich weiter mit der nächsten Session von Graz Connected mit den Girls, also die Girls. Und zwar auf www.grrls.at könnt ihr euch das Ganze anschauen, was die Girls machen. Die haben nämlich, sie wollen nämlich für die gelebte Gleichberechtigung auf Bühnen in und um Graz ein bisschen was tun. Und genau, schaltet da einfach ein. Und jetzt ist es schon passiert. Die Kamera ist schon draht, die Leute sind parat. Ja? Und ich sag's euch, die schrägen Vögel, schau das an. Ladies and Gentlemen, the world's greatest grandfather, drummer and... No, sind wir nicht online. Alright. Aber gleich. So, aber jetzt schalten wir gleich um. Nächsten Donnerstag schaltet jetzt einfach wieder ein. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Simon Kuschar, Drumming Grandpa und Bill Dirty. Drumming Grandpa. Good evening, ladies and gentlemen. Every day and night, I'm thinking about you, baby. I thought I'll never find a kind of girl like you. You are the one I want, the one I need, the one I always want for me. Baby, baby. Same without you. You are the one I want, the one I need, the one I always want for me. Baby, baby. Kosha, Rising Girl, me, myself and I, DJ Lil Dirty, big up. Haben wir nicht noch eine? Eine haben wir noch. Meine Lieblingsnummer, meine erste Chartnummer, hallo? Ohne den geht nicht.
You tell me you have only me in your heart, and you save all your love for me when I leave this town again. I know you wait for me. 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 War mir eine Ehre. Biatch. Yeah, so schaut's nämlich aus, meine Damen und Herren. Graz Connected mit der, ich glaube, der buntesten Band, die ich je gesehen habe. Es ist wie Mötley Crüe, hey. Das ist ein alter Mann, der weiß, wo die Werte liegen. Dann haben wir einen jungen Typen, der muss Party machen. Und dann haben wir einen, der die Gitarre. Der weiß, wie er tut, der Hippie, Haritäre, Alter. Und ganz wichtig, wir würden euch niemals verscheißen und niemals Playback spielen, gell? Würden wir nie tun, nur dass ihr das wisst, gell? Hallo? So, ich muss da hinschauen, danke, dass ihr mir das sagt. Auf jeden Fall, nächsten Donnerstag wieder einschalten, 20 Uhr, Graz Connected, danke fürs Einschalten, teilt das Ganze, alle anderen sollen das sehen, damit sie wissen, was abgeht. Und wir sehen uns das nächste Mal. Aber diesmal kommt noch wer, ich weiß nicht, was er will, ich glaube, der will jetzt ein bisschen schmusen. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ein bisschen schmusen tue ich noch. Yes, ich sage nochmal Danke an Konrad. Danke, dass ihr immer bei uns da seid und dass ihr danke, uns unterstützt. Conny. So schaut es nämlich aus. Yes, sir. Ich glaube, der Peter kommt da, mag auch noch was sagen. Nein. Er mag jetzt schmusen. Jetzt wollen wir alle schmusen. Ja, wir sollten einfach mehr Musik machen, alle zusammen, ist meine Meinung. Das einmal auf jeden Fall. Vielleicht auch wir zwar, weil du hast ja ein paar Hits am Start. Habe ich. Und das kennt sie alle da draußen noch gar nicht, was der Junge eigentlich alles drauf hat. Das ist es. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube ja nur, dass er cool ist. Du bist wirklich cool, ne? Das ist der Unterschied. Das ist es eigentlich. Ja, du brauchst keine Sonnenbrille, damit du cool ausschaust. Also ich bin... So ein Kindergarten, das ist ein Wahnsinn. Ja, so ist es. Ja. Aber Peter, danke, ja, dass du das eigentlich alles ins Leben gerufen hast, du Schnitzel. Sehr gerne. Wirklich cool. Ja, jetzt muss man Picture. Ja, peace. Ja, dann sage ich mal, der Herr Max wird heute einmal die Master-Regie übernehmen und uns dann aus dem Stream rauskicken, oder? So würde ich sagen, noch ein Foto noch live Picture. On air. Zack, Bjovan, du musst da noch her. Hey, Bjovan, komm her, Bruder. Zack, aber reiß dich zusammen, gell? Immer Abstand, Corona und alles bedenken. So. Schau mal, da sind sogar da alle im Bild, schau. Hey, yo. Sehr geil. Gracias, dann sagen wir Papa. So würde ich habe mich noch nie verabschiedet in einer Sendung eigentlich. Ja, dann überlasse ich das jetzt dir. Ich traue mich nicht, ich kann nicht allein. Ich sage einmal Danke an alle Beteiligten, an den Simon, an den Ivo,
an einen großartigen Björn, der ja auch schon bei Local Heroes im PPC des Öfteren gespielt hat und glaube ich sogar ziemlich weit gekommen ist. Bist du jetzt sogar im Finale gewesen, glaube ich. Gell? War ziemlich cool. Und natürlich an einen großartigen DJ Seth Wuhn, auf den mich immer verlasse. Gell? Bürgermeister macht das immer großartig. Danke an euch da draußen und ja, ich sage einfach nur keep Graz connected, hätte ich gesagt. Tschüss, grüß euch. Baba, bis bald. Peace.